Dove la parte? Inzwischen hatten Kovner und Reichmann einen Plan, wie sie den Massenmord begehen wollten. Auf den 1985 aufgenommenen Tonbändern hört man sie darüber sprechen. Maschinenpistolen oder Sprengstoff, sondern eine Waffe, die ebenso unkonventionell wie wirksam war. Und ebenso grausam und inhuman wie das, was das deutsche Volk uns angetan hatte. Die Waffe ihrer Wahl war Gift. Sie planen, sich von sechster Linie auseinanderzusetzen und damit einen Massenmord an Frauen, Männern und Kindern zu verüben. Es sollte wahllos alle treffen. Nicht nur deutsche Offiziere oder die in den Kriegsgefangenenlagern eingesperrten Soldaten. Alle, wie beim Propheten Jeremia. Vom Wind bis zum Eis. Wie in der biblischen Prophezeiung. Einen berühmten jüdischen Chemiker getroffen zu haben, den späteren Staatspräsidenten Israels, Chaim Weizmann. Kovners Bericht ihrer angeblichen Unterhaltung über seinen Mordplan ist hier zum ersten Mal zu hören. Mein junger Freund, wenn ich in Ihrem Alter wäre, würde ich es auch machen. Was wollen Sie von mir? Ich sagte, ich brauche einen Chemiker und ich brauche Geld. Kovner behauptet, dass Weizmann ihn dann an einen anderen Chemiker verließ. Ephraim Katz hier. Auch er ein späterer Präsident Israels.